Hallo und willkommen zu einem letzten Gartenupdate aus meinem kleinen Gärtchen hier auf dem Campingplatz für das Jahr 2024. In diesem letzten Gartenupdate möchte ich euch gerne zeigen, was aus meinen bisherigen Kräutern und Gemüsepflanzen mittlerweile geworden ist. Also ich zeige euch nur die Pflanzen, bei denen sich noch mal was getan hat, und das war schon so einiges. Gut, der Ertrag ist nicht riesig für mich, aber ich lebe erstens alleine und zweitens sehr genügsam, und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt ein Riesenertrag wird, da ich aus wettertechnischen und gesundheitlichen Gründen dieses Jahr nicht vorgesät hatte. Und auch erst recht spät gesät und gepflanzt hatte. Von daher freue ich mich, dass überhaupt so einiges angegangen ist, ja, und dass ich bisher doch so einiges ernten konnte und immer noch kann. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Dann zeige ich euch jetzt mal, was aus meinen bisherigen Pflanzen geworden ist. Ach ja, und am Ende des Videos möchte ich mich gerne zu einem Kommentar von einer Zuschauerin äußern. So, ich fange mal hier an bei meinem Basilikum. Der wächst stetig. Das war eine Pflanze, die ich gekauft hatte, so fertig. Also ein Küchenkraut. Ja, und habe es dann einfach eingepflanzt. Und da kann ich immer was von ernten. Oh, der duftet auch herrlich. Das gleiche habe ich mit Petersilie gemacht, die seht ihr hier. Davon habe ich in den letzten 2 Tagen was geerntet, deswegen ist da jetzt nicht mehr viel von übrig. Außerdem wächst bei mir die Petersilie immer extrem langsam. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Wie sieht das denn da bei euch aus? Das würde mich mal interessieren. So, dann komme ich zu meiner ehemaligen Mörtelwanne, die ich auch bepflanzt habe. Ja, die Möhren sind mittlerweile echt riesig geworden. Das sind bunte Zwergmöhren. Die habe ich bisher noch nicht vereinzelt, weil ich gar nicht weiß, wohin damit. Weil ich nur eine Mörtelwanne habe und die brauchen ja eine gewisse Tiefe. Ne? Da schaue ich mal, ob mir da noch was einfällt. Dann hatte ich dazwischen Lauchzwiebeln gesetzt. Die kommen auch immer wieder, wie ihr sehen könnt. Und mein ganzer Stolz ist der mittlerweile sehr große, wunderschöne Mangold. Ja, Riesenblätter. Ich habe bis jetzt noch nichts davon geerntet. Kann ich jetzt dann aber tun, nachdem ich ihn euch gezeigt habe. Hier ist der rote. Auch sehr schön geworden, ganz groß. Klasse. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Dann hatte ich ja ein kleines bisschen Gundermann in diesen Kasten eingepflanzt. Ich habe zwar hier bei mir im Garten Gundermann, aber der wächst hauptsächlich unter meinem Wohnwagen. Da komme ich immer so schlecht dran. Ja, und hier komme ich da ja jetzt prima dran. Ja, der hat sich auch sehr schön entwickelt. Dann hatte ich 6 biologische Indivien-Salatpflänzchen gekauft. 5 davon geht es auch sehr gut. Also alle, die ich auf dieser Seite des Gartens eingepflanzt habe, den ernte ich auch fast täglich. Und dafür nehme ich immer nur die äußeren Blätter. Und so wächst er innen wunderbar wieder nach. Und so braucht er auch nicht zu viel Platz. Und das ist okay dann in so einem kleinen Balkonkasten. Ja, dann hatte ich hier noch Petersilie eingepflanzt. Die kommt auch nicht so richtig, aber ja, ist okay. Ja, meinem Salbei geht es mittlerweile auch wieder gut. Der hatte zwischendurch eine Krankheit, kann man hier sehen auf den Blättern. Ja, die habe ich dann vorzu immer weggemacht und so hat er sich jetzt wieder erholt. Er bekommt jetzt schon schöne neue gesunde Blätter wieder. Ja, den knabber ich fast täglich. Morgens ein Blatt davon pur. Ist sehr gesund.
Und ab und zu mache ich mir da ein spezielles Gericht raus. Das ist ganz simpel, einfach mit Gnocchis. Da gibt es ja verschiedene Varianten von. Und mit G oder G, das ist geklärte Butter. Ja, dann gebe ich davon einige, also schon viele von den Salbeiblättchen mit rein. Die brate ich auch mit an, ganz leicht. Ja, und dann ist das Gericht schon fertig und das schmeckt sehr, sehr lecker und geht vor allem auch sehr schnell. Und gesund ist es auch noch. Ja, mein Rosmarin wächst auch fröhlich weiter, hat hier jetzt noch einen langen Arm, sage ich mal, bekommen. Aber Rosmarin benutze ich eh nicht so oft, von daher reicht mir das völlig aus. Mein Thai-Salat blüht immer noch oder schon wieder. Aber da freuen sich die Insekten drüber, ne? Und auch die Bienchen. Ja, da ernte ich auch immer zwischendurch was von. Und das ist eben der fünfte Endiviensalat. Den hatte ich auf dieser Seite eingepflanzt und das bekommt dem irgendwie nicht so gut. Ja, wie man sehen kann. Ich weiß nicht, ob der auch irgendeine Krankheit hat. Aber das ist nicht schlimm. Mir reichen die anderen dicke. So, mein weiterer Stolz sind meine gesäten essbaren Blumen. Die sind so schön geworden, haben sich super entwickelt. Ne, hier Kapuzinerkresse, die hat zwischendurch auch Blüten gehabt. Hier ist jetzt schon wieder eine Spinne, hat ihr Netz gesponnen. Ja, dann habe ich einmal diese hier, die hat wunderschöne Blüten. Hier nochmal, das ist eine hängende. Sehr hübsch. Dann diese hier. Und das müsste die Tagetes sein, hatte mir eine von euch in einem Kommentar geschrieben. Die ist auch schön gekommen und hat auch sehr schöne Blüten. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier hatte ich ja noch Mischsalat, der lange Zeit immer wieder sehr angefressen wurde, als er noch auf der anderen Seite stand, also auf der gegenüberliegenden Seite. Seit er hier steht, hat er sich jetzt auch prima erholt, ist schön groß geworden, wird kaum noch angeknabbert. Ja, da ernte ich auch öfter mal was. Dann seht ihr hier meinen Basilikum, den ich gesät hatte. Das ist ein Riesenbasilikum, der wächst auch immer wieder prima. Und hier die kleinen, da dachte ich erst, das wäre auch Basilikum. Nee, das ist aber Oregano, also müsste Oregano sein. So lecker für mediterrane Gerichte, ganz toll. Ja, dann haben wir hier noch eine einzelne Pflanze. Bei dieser Pflanze dürfte es sich, wenn ich mich nicht täusche, um eine essbare Ringelblume handeln. Davon hatte ich nämlich auch einiges gesät. Ja, mal sehen, ob sie es noch schafft, Ende diesen Jahres noch ein, zwei Blüten hervorzubringen. Ich lasse mich mal überraschen. Hier seht ihr jetzt nochmal eine meiner beiden Minzpflanzen. Die ist weiterhin auch sehr schön am Wachsen. Die ernte ich fast täglich. Sehr, sehr lecker und erfrischend für Tee. Oder auch einfach so zum Knabbern, mit in den Smoothie. Oder manchmal bereite ich mir auch einfach so ein bisschen gemischtes Obst und Früchte in der Schale zu. Und dann schneide ich mir da auch sehr gerne frische Minzblätter mit rein. So, dann seht ihr hier nochmal die kleine Cocktailrispen-Tomatenpflanze. Die hatte ich gekauft beim Netto. Und da kommen auch zwischendurch immer kleine süße Tomätchen. Die schmecken auch sehr aromatisch. Und meine historische Tomate, die Green Zebra, die ist mittlerweile riesig geworden, ganz hoch. Ja, da hatte ich ja vor einiger Zeit diesen Stock als Stütze mit in die Erde gegeben, den auch fest, also die Pflanze da dran auch locker festgebunden. Ja, und jetzt ist sie schon mittlerweile über den Stock drüber hinausgewachsen. Eine Tomate habe ich davon mittlerweile geerntet.
Und die sind nicht wie auf dem Bild hier gelb, sondern die werden rot. Ja, und die sind auch innen rot. Aber sie schmecken etwas anders als herkömmliche Tomaten. Auf jeden Fall sehr lecker. Ja, hier sind ja noch mal zwei. Ne? Da kommt noch mal eine kleine. Ich denke schon, dass die noch ein paar hervorbringt. Den Rest des Jahres über. Dann habe ich hier noch mal auch eine Cocktailtomate, eine gelbe. Da habe ich auch schon drei, vier Mal ein, zwei von geerntet und die schmecken besonders süß, sehr fein. Ja, die wächst auch immer mehr in die Höhe. Ich habe sie mittlerweile auch hier festgebunden, aber noch reicht der Stock. So, da hätten wir einmal eine meiner Erdbeerpflanzen. Das ist die einzige, die etwas größere Erdbeeren trägt. Ja, wie ihr hier sehen könnt. Hier hat sie auch noch eine für mich. Ja, momentan ernte ich da täglich mindestens eine, also ein bis drei Erdbeeren schenkt sie mir jeden Tag. Und das hier ist aus meiner mini kleinen Paprikapflanze mittlerweile geworden. Die ist echt wunderbar groß geworden. Sie hat die ganze Zeit gekämpft. Sie wurde immer wieder angeknabbert von irgendwelchen Insekten. Aber mein Bekannter, der Max, war ja kürzlich bei mir und er meinte, ja, dafür ist es mittlerweile zu spät für die Paprika, das wird dies Jahr nichts mehr. Naja, wir werden sehen. Und wenn nicht, erfreue ich mich trotzdem an dem Grün der Paprikapflanze und dass sie so schön gekämpft hat. Ja, so einen starken Lebenswillen hatte, ne? Ich sehe gerade, hier bilden sich die ersten Paprikapflänzchen, wie es aussieht. Wow! Vielleicht bekommen wir zumindest noch kleine Paprika. Wer weiß, es sind gleich mehrere. Toll! Ja, das war jetzt das Relevante, was ich euch gerne noch zeigen wollte. Dann komme ich jetzt noch zu dem Kommentar einer Zuschauerin. Den hatte sie mir auch unter ich glaube, unter mein letztes Gartenvideo geschrieben. Falls du dieses Video auch schaust, du hattest mir geschrieben oder hattest mich gefragt in dem Kommentar, warum ich denn nicht meine Kräuter, Gemüse etc. Pflanzen einfach im Boden einpflanze, so würde ich viel mehr Ertrag erhalten. Ja, das weiß ich auch. Oder dessen bin ich mir auch bewusst. Ja, das ist ja nicht mein erster Garten, den ich habe. Ich hatte früher auch schon den einen oder anderen Garten und habe dort auch einiges angepflanzt. Es hat triftige Gründe. Und zwar steht dieser Campingplatz auf einem ehemaligen Flussbett, das Flussbett der Wiese, die hier direkt nebendran fließt. Die war früher viel breiter und größer und dementsprechend ist das Verhältnis des Bodens, ja, das heißt, in dem Boden ist nur eine hauchdünne Schicht Erde und darunter sind große Steine bis Felsen. Ja, und deswegen kann ich da nichts anbauen. Das geht nicht. Also für mich zumindest nicht. Und gerade hier bei mir auf dem Grundstück, ich bin ja am Ende des Campingplatzes, kann man sagen, oder am Anfang, je nachdem, von wo man kommt. Mein Grundstück ist besonders verwildert. Das ist schon eher Wald hier. Ja, könnt ihr hier sehen? Das heißt, ich habe hier teils so ein bisschen Waldboden und der ist auch nicht eben. Ja, und ich hatte letztes Jahr schon versucht, hier was am Boden einzupflanzen. So bienenfreundliche Blumen und da habe ich festgestellt, dass das nicht möglich ist. Ja, dass ich nicht tief genug die einpflanzen kann. Und ich hatte so zweierlei Sorten,
heißen die noch, so Puschelgräser eingepflanzt. Da, an der Stelle kam ich ein bisschen tiefer, aber auch nicht tief genug. Und die sind mir dann auch eingegangen. Ja. Und deswegen habe ich hier alles in Balkonkästen etc. eingepflanzt. Ja. Sonst hätte ich das natürlich auch anders gemacht. Klar. Ne? Weißt du Bescheid. Danke ich euch herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.